Nochmal herzliches Willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema Entwicklung und Umsetzung einer Gemeinwohlregion am Beispiel des Kreises Höxter mit Christian Einsiedel, dem Projektleiter des gleichnamigen LEADER-Projektes in Höxter. Wir werden in den nächsten anderthalb Stunden einige Impulse von Christian hören und haben dann die Möglichkeit, uns mit ihm auszutauschen. Kurz ein Wort zum Gemeinwohlökonomie Bayern e.V. Der Gemeinwohlökonomie Bayern e.V. ist ein GWÖ-Verein innerhalb der Gemeinwohlökonomie-Bewegung, die mittlerweile sowohl in Europa als auch in Südamerika und auch Afrika vertreten ist. Der Gemeinwohlökonomie Bayern e.V. selbst umfasst aktuell um die 600 Mitglieder, die sich aus Unternehmen, Kommunen, Bildungseinrichtungen, aber auch ganz, ganz viele engagierte Bürgerinnen zusammensetzt. Und neben grundsätzlichen Ideen für ein alternatives Wirtschaftsmodell gibt es auch schon erste Instrumente, die verschiedene Berührungsgruppen oder Zielgruppen anwenden können und somit zu dem Erreichen eines ethischen Wirtschaftsmodells schon heute beitragen können. Für viele vielleicht schon bekannt ist die sogenannte Gemeinwohlbilanz. Das ist eben ein Instrument sowohl für Unternehmen, aber auch für Kommunen, um ihren Beitrag zum Gemeinwohl transparent zu machen einerseits und darüber hinaus aber auch sich kontinuierlich dahingehend zu verbessern. So viel der Vorrede meinerseits. Jetzt übergebe ich direkt an Christian und danke ihm schon mal vorab, dass er sich die Zeit am heutigen Nachmittag ebenso wie ihr alle nehmt für unseren gemeinsamen Austausch. Ja, vielen Dank, lieber Michael. Ich freue mich sehr, euch und Sie alle zu sehen, aber ich habe gehört, das Du ist ja schon eingeführt worden. Insofern erlaube ich mir auch die älteren Semester zu duzen, wenn das für alle in Ordnung ist. Falls das nicht so sein sollte, wäre jetzt eine Gelegenheit zum Kopfschütteln. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Okay, sehr schön. Vielen Dank. Ja, ich habe eine kleine Präsentation mitgebracht, die ihr jetzt auch sehen müsstet. Da ist so eine kleine Pusteblume drauf, das Symbol der Gemeinwohlökonomie, die ja eine neue Wirtschaftsweise so Sämchen für Sämchen in die Welt bringt. Und ich hatte die Freude, in den letzten 2 Jahren an einem geförderten Projekt eben teilnehmen zu dürfen, das leiten zu dürfen, gemeinsam mit meinem Kollegen Christoph Harrach. Genau, also im Kreis Höxter haben wir ein Projekt gemacht zur Gemeinwohlregion. Was das alles ist, werde ich heute erzählen. Vorher ein paar kurze Impulse für alle, die nicht so ganz tief drin sind in der Gemeinwohlökonomie. Worum geht es hier eigentlich? Und hinterher gerne auch in einen offenen Austausch gehen, was Erfahrungen angeht und wie man die vielleicht auch außerhalb von Höxter nutzen kann. Vielleicht ganz kurz zum Rahmen. Ich habe ja das Glück, quasi hauptamtlich für die Gemeinwohlökonomie arbeiten zu dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Die allermeisten in der ganzen Bewegung sind ehrenamtlich unterwegs. Ich teile mir eine 50%-Stelle mit meinem Kollegen bei der Stiftung Gemeinwohlökonomie NRW. Die ist gegründet worden auf private Initiative. Also Stiftung klingt ja immer so, als hätte da jemand ganz viel Geld und da würden Millionen rumliegen. Das ist leider nicht der Fall. Aber es gab immerhin eine Immobilie und die ist quasi zum Stammvermögen der Stiftung geworden. Und wenn man dann gemeinnützig ist, und das sind wir, dann kann man eben Projekte beantragen für den Stiftungszweck. Nämlich alle drei Säulen der Nachhaltigkeit, was das ist, erzähle ich gleich noch, mithilfe der GWÖ zu fördern. Wir sind nicht parteipolitisch abhängig und auch nicht irgendwie wirtschaftlich. Also es hängt kein großer Konzern oder sowas da hinten dran. Und wir sind natürlich trotz dieses etwas ungewöhnlichen Modells Teil der GWÖ-Bewegung. Das heißt, wir sind im engen Austausch. Der Manfred Jotta vom Internationalen Verein sitzt bei uns im Kuratorium und kontrolliert quasi auch, dass die Stiftung Dinge macht, die im Sinne der Bewegung sind. Genau, und dann haben wir eben in den letzten 2 Jahren dieses LEADER-Projekt durchgeführt, und machen parallel Beratungsprozesse für Unternehmen. Das ist so der Stiftungsrahmen. Und vielleicht ein Satz zu mir persönlich. Ich habe einen unternehmerischen Hintergrund. Ich habe eine Musik- und Medienakademie mit aufgebaut und habe so in jeder Wachstumsstufe, die dieses Unternehmen hatte, immer wieder dazugelernt und immer wieder auch gelernt, durch eine andere Controlling-Brille sozusagen draufzuschauen. Und das war eigentlich für mich das Interessante an der GWÖ und an diesem Instrument der Bilanz, dass man eben lernt, sein eigenes Unternehmen durch eine andere Brille zu betrachten. In dem Fall eben durch eine Nachhaltigkeits- und Gemeinwohlbrille. Und wie immer, wenn man durch andere Gläser schaut, dann sieht man auch andere Dinge, es fallen einem auch andere Dinge auf. Und das war hier vor Ort, zumindest in den Erfahrungen, die ich jetzt machen durfte, ein sehr, sehr, sehr hilfreicher Prozess. Vielleicht ein Tropfen auf den heißen Stein, das mag sein, aber auf jeden Fall etwas, was hier einige Köpfe bewegt hat, einiges Umdenken erzeugt hat. Und
Das ist das, was mir auch persönlich am Herzen liegt. Kommen wir Teil 1, allgemein, warum Gemeinwohlökonomie? Und für diejenigen von euch, die Gemeinwohlökonomie schon gut kennen, ihr werdet in dem, was ich jetzt erzähle, sehen, was ich alles weglasse. Und das ist vielleicht, um das vorwegzunehmen, ein erster Erfolgsfaktor dieses Projektes. Wir haben wirklich überlegt, wie können wir das alles relativ einfach, relativ plakativ kommunizieren. Und ich sage vielleicht in Teil 3 noch ein bisschen mehr dazu, was da an Strategie auch dahinter steckt. Aber jetzt quasi erstmal, warum eigentlich Gemeinwohlökonomie? Wir haben eine Welt, die sich wandelt. Und ich fange immer ganz gerne an mit diesem jungen Mann. Milton Friedman hat gesagt, die soziale Verantwortung eines Business ist es, seine Profite zu erhöhen. Das kann man so sehen. Große Teile oder weite Teile der klassischen Wirtschaftswissenschaft sehen das so. Aber das ist natürlich eine nicht ganz unproblematische Position. Und wenn wir in eine andere Quelle reinschauen, da steht drin, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Bisschen vor Friedman. Und natürlich, wir sind jetzt in Bayern unterwegs, in der Bayerischen Landesverfassung steht das ähnlich. Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Das gleiche in anderen Verfassungen, auch in Hessen taucht der Begriff Gemeinwohl auf. Im NRW, wo Höxter liegt, ist es das Wohl des Menschen, was im Mittelpunkt des Wirtschaftslebens stehen soll. Also sprich, hehre Ziele in Texten, die 60, 70 Jahre alt sind. Also das ist gar nicht so wahnsinnig lange her und wir können uns schon fragen, ist das heute denn tatsächlich so? Also leben wir sozusagen entlang dieser Grundsätze unserer Verfassungsväter und wenige Mütter? Noch eine bisschen ältere Quelle ist der Herr von Karlowitz, ein Sachse. Der hat mal das Thema Nachhaltigkeit ganz grundsätzlich definiert. Die hatten das Problem, dass sie Gruben leer pumpen mussten und dafür Bäume gefällt haben. Und irgendwann ist ihnen aufgefallen, dass der Wald weniger wird. Und dann hat Herr von Karlowitz als Leitsatz, als Maxime aufgestellt, man solle doch bitte nicht mehr Holz dem Wald entnehmen, als nachwachsen kann. Das ist tatsächlich ein deutscher Exportschlager. 1713 ist sozusagen der Begriff der Nachhaltigkeit zum ersten Mal geprägt worden. Und damit war eben gemeint, nur so viel verbrauchen, wie auch hinterherkommt. Das Wort Nachhaltigkeit und auch der ganze Gedankenprozess dahinter hat eine gewisse Geschichte natürlich seit 1713. Trotzdem kann man sagen, dass so ganz grob, ungefähr seit diesem Bild, das ist, glaube ich, Apollo 8, vielleicht ist das Bild auch selber von Apollo 12, also auch wiederum seit so 50, 60 Jahren, ist das Thema ein bisschen gewachsen. Wir sehen hier die Erde vom Mond aus betrachtet und dadurch ist uns, sagen wir mal, optisch bewusst geworden, dass wir auf dieser kleinen blauen Murmel leben eigentlich in Gemeinschaft, auch wenn das von unten betrachtet oft nicht so aussieht. Und dass da drumherum gar nicht so weitere viele blaue Murmeln sind, sondern dass wir ziemlich einzigartig sind, zumindest in dieser Galaxie und in dem, was wir wissen, so in der näheren Umgebung auch. Da ist also viel Schwarz und zwischendurch etwas Kleines, Kostbares, Beschützenswertes. Das ist ein relativ neuer Gedanke. Dieser Gedanke ist dann verstärkt und gefestigt worden, 1972 durch den Club of Rome-Bericht, Die Grenzen des Wachstums, ein sehr populäres Buch, was uns aufgezeigt hat, dass die Ressourcen irgendwann enden, was aber politisch gar nicht wahnsinnig viel Konsequenzen gehabt hat. Und das hat sich dann begonnen zu ändern, Ende der 80er Jahre mit dem Brundtland-Bericht, das war, glaube ich, die dänische Ministerpräsidentin, der zum ersten Mal das Thema Nachhaltigkeit versucht hat, so politisch zu definieren. Und in der Übersetzung wird hier Nachhaltigkeit sehr, sehr weit definiert, nämlich als Entwicklung, die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre Bedürfnisse nicht befriedigen können. Also das Thema Enkeltauglichkeit, Generationengerechtigkeit schwingt hier mit. Hier ist nicht so sehr die Rede von Umweltschutz oder irgendwelchen Detailaspekten, sondern hier geht es wirklich darum, was ist denn eigentlich Nachhaltigkeit? Naja, heute nicht mehr verbrauchen, als wir als Nachwächst, damit die nach uns kommen, das auch noch können. Das ist eine Sichtweise, die ganz, ganz kürzlich das Bundesverfassungsgericht sehr ähnlich bestätigt hat. Das muss ich euch nicht vorlesen, aber der Kern der Entscheidung vom März, glaube ich, kommuniziert Ende April, war, dass wir, wenn wir so weitermachen wie bisher, die Freiheitsrechte künftiger Generationen beschneiden und das ist nicht verfassungsgemäß. Sprich, also die bisherigen Klimaschutzbemühungen der Bundesregierung sind nicht verfassungsgemäß, weil sie eben diesen Auftrag der Enkeltauglichkeit nicht gewährleisten. Wenn wir, ich sage es mal ein bisschen platt, heute noch in Saus und Braus leben,
dann müssen die nachfolgenden Generationen verhältnismäßig viel, viel mehr tun als wir, um noch einen halbwegs vernünftigen Planeten zu haben. Und das können wir denen nicht zumuten. Deswegen ist sozusagen das nicht verfassungsgemäß, wenn wir nicht mehr für den Klimaschutz tun. Soweit mal der ganz große Rahmen. Jetzt gibt es natürlich politisch ein paar Bestrebungen, daran was zu ändern. Aber vorher gucken wir mal auf die Fakten. Leben wir denn so, wie das jetzt das Verfassungsgericht fordert, wie das Frau Wundland gefordert hat und Herr von Karlowitz und andere? Und sehr, sehr plakativ kann man sagen, nee, klappt nicht so richtig. Das ist natürlich jetzt eine brutale Verkürzung. Aber was ihr hier seht, ist eben keine abstrakte Kunst, sondern das ist die globale Erderwärmung seit 1850, also globale Durchschnittstemperaturen. Und wir sehen, dass das wärmer wird und auch deutlich wärmer wird und in der Tendenz wärmer wird, die also schwer leugnen lässt, dass wir ein Thema haben mit Klimaveränderung. Und jetzt ist Klimaveränderung ja nur eine ökologische Dimension von Nachhaltigkeit. Es gibt noch ganz viele andere Themen, zum Teil auch dringendere Themen, um die wir uns kümmern müssen, Stichwort Artenvielfalt, Stichwort Bodenübersäuerung und so weiter. Aber einfach mal jetzt plakativ rausgegriffen, das ist eine Folie, wenn ihr mit so einer Folie quasi eine Präsentation beginnt, dann habt ihr Aufmerksamkeit und auch ein gewisses Nachdenken. Und ihr habt eben illustriert, dass es einen ökologischen Aspekt von Nachhaltigkeit gibt. Das assoziieren ja die meisten Leute auch mit Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit heißt irgendwie Ökologie oder Nachhaltigkeit heißt Klimaschutz. Wichtig ist dann bewusst zu machen, dass es noch ein paar weitere Dimensionen gibt. Und eine davon habe ich mal hier genauso plakativ mitgebracht. Das ist die soziale, gesellschaftliche Dimension der Nachhaltigkeit. Am Beispiel eines Turnschuhs aus der Clean Clothes-Kampagne aus Österreich. Wenn wir da mal drauf gucken und nehmen wir an, der Turnschuh kostet 100 Euro, dann seht ihr so unten in der Mitte, dass dafür Werbung 8,50 Euro quasi an die Mitglieder der deutschen Fußballnationalmannschaft gezahlt werden, dafür, dass sie diesen Turnschuh gerne in die Kamera halten. Und wenn ihr auf die Löhne achtet, dann seht ihr eben, dass da 40 Cent bei der Näherin, das ist ja meistens dann eine Frau in Kambodscha oder wo auch immer, hängen bleiben. Und da kann man sich schon fragen, ob das gerecht ist. Und auch das ist natürlich wieder nur sehr plakativ ein einziges Beispiel für das ganze Thema gesellschaftliche. Da könnte man noch und nöcher weitere Beispiele bringen. Also Nachhaltigkeit hat eben gar nicht nur einen ökologischen Aspekt, also es ist nicht so, nicht mehr nehmen als nachwächst, sondern auch einen gesellschaftlichen Aspekt, nämlich andere nicht ausbeuten. Vielleicht aus Altruismus, vielleicht auch aus Eigennutz, denn Stichwort Migration, Klima, Flüchtlinge und so weiter. Wenn wir zu sehr auf Kosten der anderen leben, dann könnte es sein, dass denen das nicht so gut gefällt und dass die möglicherweise uns hier auch besuchen kommen und daran was ändern wollen. Ne? Also wie gesagt, sehr verkürzt, sehr verdichtet. Mir geht es jetzt nicht ums Detail und ums einzelne Argument, sondern eher um die Bewusstmachung. Nachhaltigkeit hat also mindestens zwei Dimensionen, nämlich wir haben gelernt, eine ökologische und eine gesellschaftliche. Jetzt haben sich da noch weitere schlaue Menschen Gedanken darüber gemacht und zum Glück 2015, noch vor Donald Trump, ist es gelungen, das hier zu verabschieden. Das sind die 17 Ziele der Vereinten Nationen, die als Agenda 2030 ja in weniger als 10 Jahren erreicht sein sollen. Das ist also quasi eine von politisch allerhöchster Stelle weltweit beschlossene Definition von Nachhaltigkeit. Also wenn wir das alles schaffen, dann sind wir sozusagen auf einem nachhaltigen Weg. Auch das könnt ihr euch im Detail angucken. Viele von euch werden das auch kennen. Diese Ziele haben also noch Unterziele. Da kann man dann quasi gucken, was ist erreicht worden. Aber das Wesentliche für mich an dieser Stelle ist eben, Nachhaltigkeit ist jetzt nicht irgendwie nur so ein, weiß ich nicht, linksalternatives Thema, sondern da haben sich schlaue Menschen von auch, sagen wir mal, nicht unbedingt nur demokratischen Kräften, haben sich tatsächlich auch was geeinigt. Das heißt, es scheint ein Problem zu sein, was wirklich diesen ganzen Planeten, diese ganze kleine blaue Murmel insgesamt betrifft. Und das ist so ein Versuch der Operationalisierung von Nachhaltigkeitszielen. Ich kann mir auch nicht 17 Ziele merken. Also Teilziele weiß ich inzwischen, weil ich da drin selber unterwegs bin, aber ein anderes gucke ich auch nicht unbedingt rein. Und deswegen gibt es noch eine weitere Sichtweise auf Nachhaltigkeit, die es ein bisschen einfacher macht. Das ist die Triple Bottom Line, heißt das auf Englisch, mit den drei Säulen People, Planet und ursprünglich stand da mal Profits, also Profite. Jetzt steht da Prosperity, also Wohlstand, weil man auch bei der UN gemerkt hat, dass Profit nicht immer nur das sinnvolle Ziel ist. Und das ist so ein klassisches Modell. Es gibt auch andere Modelle, aber so die drei Säulen der Nachhaltigkeit. Es gibt in der neueren Betrachtung zwei weitere Ps, nämlich Peace und Partnership.
weil wir Frieden sozusagen erreichen wollen mit all dem und auch brauchen, um es herstellen zu können. Da, wo Krieg ist, ist nicht viel Nachhaltigkeit. Und Partnership, weil keiner von uns das alleine schaffen kann, sondern das wird eben nur gemeinsam gehen. Gemeinsam mit allen, die jetzt im Kreis der Willigen in Bayern unterwegs sind, gemeinsam mit allen, die in der ganzen GWÖ-Bewegung weltweit unterwegs sind, gemeinsam auch mit denen, die Nachhaltigkeit bis jetzt irgendwie blöd finden oder für unnütz halten. Wir schaffen das nicht gegeneinander, sondern wir schaffen das nur mit einem Kernwert der GWÖ, nämlich mit Kooperation. Soweit mal der Rundflug. Das alles hat bis jetzt wenig mit GWÖ zu tun, aber das ist die Folie, auf der wir aufbauen. Und das ist auch was wir in noch kürzerer Form auch PolitikerInnen und UnternehmensvertreterInnen und so weiter vorgelegt haben, einfach damit die wissen, worum es geht. Was ist denn eigentlich hier das Thema? Ne? Jetzt kommen wir ein bisschen konkreter zur GWÖ. Und das fängt damit an, dass wir beobachten, naja, jetzt haben wir diese drei Säulen, aber de facto messen wir bis jetzt eigentlich nur in einer dieser drei Säulen, nämlich im Finanzbereich, was tun wir da eigentlich? Also wir haben eine Finanzbilanz als Instrument, was schon eine ganze Weile auch entwickelt worden ist. Historisch hat das ein Weilchen gedauert, bis man Bilanzstandards hatte, wie sie heute sind. Und wir sehen schon auch wieder plakativ kommuniziert, das Dach der Nachhaltigkeit gerät dadurch in eine gewisse Schieflage. Und das ist ja auch verständlich, wenn wir uns zu sehr auf ein Ziel fokussieren, dann können andere Ziele aus dem Blick geraten. Das heißt, um es sehr deutlich zu machen, ich könnte als Unternehmer, als Unternehmerin geneigt sein, zu sagen, naja, zur Optimierung meiner Finanzbilanz bezahle ich vielleicht meine Belegschaft ein bisschen schlechter. Oder ich kaufe vielleicht doch keinen Ökostrom, weil der andere billiger ist und schon ist mein Finanzergebnis besser und so weiter und so fort. Und das führt eben dazu, dass auf dem Markt heute die Anbieter Vorteile haben, die sozusagen nicht die anderen beiden Säulen, nämlich Mensch und Umwelt, in ihre Rechnung mit einbeziehen, weil die schlichtweg billiger produzieren und billiger anbieten können. Das klassische Beispiel ist eben das Biogemüse, was teurer sein muss, herstellungsbedingt teurer sein muss als das Nicht-Biogemüse. Aber die Kosten, die das Nicht-Biogemüse verursacht, sind durch Dünger und so weiter letzten Endes für die Gemeinschaft, also für das Gemeinwohl, höher. Sprich, derjenige, der das macht, was der Gemeinschaft nutzt, wird eigentlich bestraft durch höhere Kosten, weil wir uns bisher einseitig orientieren auf die Finanzbilanz. Was machen wir jetzt, um dieses Dach wieder gerade zu kriegen? Ihr werdet es ahnen, wir machen eine Gemeinwohlbilanz. Und schwupps, jetzt wird in allen drei Säulen geguckt, ich würde nicht sagen gemessen, weil es ist noch keine exakte Wissenschaft, aber zumindest erhoben. Ja, was tun wir denn da eigentlich? Was tun wir im Bereich Mensch, Gesellschaft? Und was tun wir im Bereich Umwelt, Ökologie, Nachhaltigkeit? Und wie steuern wir unser Unternehmen insgesamt so, dass es, oder auch eben unsere Kommune insgesamt so, dass Nachhaltigkeit in allen drei Säulen gleichberechtigt und ausgewogen sozusagen stattfinden kann und berücksichtigt wird. Vielleicht mal, das ist so der ganz grobe Rahmen. Und dann habe ich noch ein paar Folien mitgebracht. Das ist jetzt bezogen auf Unternehmen, aber die Folien gibt es auch für Kommunen. Nur, dass da die Matrix ein bisschen anders aussieht. Jetzt ist eben die Frage, wie machen wir denn konkret Gemeinwohl messbar? Also diese Nachhaltigkeitsaspekte. Und da hat die GWÖ-Bewegung herausgeworkshoppt, lass uns das werteorientiert angehen. Also lass uns erstmal Gemeinwohl übersetzen. Was heißt denn eigentlich Gemeinwohl? Wenn wir uns auf Werte konzentrieren, die im Abendland, glaube ich, unstrittig sind, Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, Ökologie, Nachhaltigkeit und Demokratiewerte, also Transparenz und Mitentscheidung, dann tun wir was fürs Gemeinwohl. Also wenn ich mich als Unternehmen oder als Kommune einsetze für diese Werte, dann trage ich zum Gemeinwohl bei. Und die Genialität des Systems ist jetzt eben, das in eine Matrix zu packen mit 5 Berührungsgruppen, woanders würde man Stakeholder sagen, die jedes Unternehmen hat. Das ist jetzt die Unternehmensmatrix und Ähnliches gibt es, wie gesagt, für Kommunen. Wir sehen also hier LieferantInnen, EigentümerInnen, FinanzpartnerInnen, Mitarbeitende, Kundinnen und auch das Wettbewerbsumfeld, also Mitunternehmen. Und schließlich das gesellschaftliche Umfeld, das ist so ein bisschen die Restkategorie für alle, die nicht reingepasst haben in die ersten 4, die aber trotzdem vom Unternehmen betroffen sind. Klassisches Beispiel wären Nachbarn, die auch eine Betroffenheit haben von dem, was man so tut. Bei den Kommunen wären es die Nachbargemeinden. Also baue ich auf meiner kommunalen Grenze schnell noch ein Atomkraftwerk oder beziehe ich die Belange der anderen mit ein.
Ne? Bei den Kundinnen sind es bei den Kommunen eben die Bürgerinnen und Bürger und auch die lokale Wirtschaft. Ne? Sodass das grundsätzliche System das gleiche bleibt. Es variiert halt ein bisschen für den jeweiligen Anwendungszweck, aber die Grundidee der Matrix ist dieselbe. Bei der Unternehmensmatrix sind es 5 Berührungsgruppen und 4 Werte. Und ihr könnt alle rechnen, das gibt dann zusammen eine Matrix mit 20 Feldern. Und zu diesen 20 Feldern, für alle, die das nicht kennen, gibt es eben ein Handbuch, wo man sich Feld für Feld jetzt durch das Unternehmen hangelt. Das heißt, man schaut, ich habe vorhin gesagt, durch eine andere Brille, aber genau genommen schaut man eigentlich in den Rückspiegel und guckt, was habt ihr denn die letzten 2 Jahre eigentlich so getan? Wie sieht es denn bei euch zum Beispiel aus mit der Menschenwürde in der Zulieferkette? Was wisst ihr überhaupt darüber, wie eure Zulieferkette in Sachen Menschenwürde agiert? Und das Schöne an diesem System ist, dass es sehr wertschätzend ist. Das heißt, wenn ich da jetzt nichts drüber weiß, dann sagt das System nicht irgendwie moralisch, du darfst gar nicht mitspielen, ja? Sondern sagt eben, okay, dann weißt du halt nichts darüber, was gedenkst du denn daran zu ändern? Und selbst wenn das Unternehmen dann sagt, nix, weil ist jetzt nicht mein Fokusthema, auch das ist in Ordnung, es muss halt nur berichtet werden. Und das ist einer der großen Vorteile dieses Bilanzsystems, dass ich eben in meinem Nachhaltigkeitsbericht, wenn ich das nach GWÖ-Standard mache, quasi nichts weglassen kann, sondern ich muss dann eben auch berichten, dass ich mir über die Menschenwürde in der Zulieferkette noch keine Gedanken gemacht habe. Über andere Dinge werde ich mir aber Gedanken gemacht haben. Insofern finde ich auch ein paar Punkte, mit denen ich idealerweise angeben kann. Und dann kommt am Schluss eine Punktesumme raus, die ist bei der Erstbilanz meistens nicht so ganz schmeichelhaft, kommt darauf an, wie sehr das Unternehmen eh schon auf dem Weg ist. Und dann hat man einen gewissen Anreiz, bis zur Rebilanzierung in 2 Jahren diese Punktesumme zu verbessern. Das ist der Kern der Gemeinwohlbilanz und auch der Kern, warum wir so Fans von dem ganzen Ding sind, im Kreis Höxter, auch jetzt die Unternehmen, die das gemacht haben, weil man in einen Prozess reingeht, wie der abläuft, erzähle ich später noch ein bisschen im Detail, weil man über andere Dinge sich unterhält als bisher. Also die Frage, vielleicht um es konkret mal zu machen mit einer Kommune, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Menschenwürde bei euren Finanzpartnern? Habt ihr euch da mal Gedanken drüber gemacht? Was ist mit ökologischer Nachhaltigkeit bei eurer Bank? Weiß nicht, gar nichts. Ja, bis jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Okay, was würde euch einfallen, wenn ihr denn mal drüber nachdenkt? Ja, wir könnten ja mal den Nachhaltigkeitsbericht von unserer Bank anfordern. Ah ja, gut, super Idee. Profi-Tipp, ihr könntet den sogar lesen. Ja, okay. Und dann lachen alle so ein bisschen und dann fängt eine Diskussion an und 5 Minuten später kommt einer auf die Idee und sagt, unser Bürgermeister sitzt doch im Aufsichtsrat von der Bank. Dürfen wir den fragen, ob der da mal nachfragt und so? Und schon gehen Gespräche los, die sonst ohne diesen Impuls der Gemeinwohlbilanz nicht stattgefunden hätten. Und das ist eigentlich der eine große Vorteil an dem ganzen System. Es regt eben Organisationsentwicklung an. Und der andere große Vorteil ist wirklich dieses Wertschätzende. Also wir kommen weg von dieser etwas moralisierenden Kommunikation von Nachhaltigkeit. Viele kennen das aus dem privaten Umfeld. Nachhaltig sein heißt, ich darf kein Fleisch mehr essen, ich darf nicht mehr fliegen, ich darf kein Plastik mehr benutzen, Autofahren sollte ich eigentlich auch nicht mehr machen. Dann habe ich eigentlich schon keine Lust mehr, mich damit zu beschäftigen. Während wenn wir den Unternehmen sagen, guckt doch einfach mal hin, wie ihr es bis jetzt gemacht habt und dann schaut, dass ihr das bis in 2 Jahren ein bisschen besser macht, dann kriegen wir so einen Entwicklungsimpuls in die ganze Geschichte rein, der eben auf Unternehmensebene und auf kommunaler Ebene auch gut wirken kann, weil beide sind klein genug, um sich noch zu bewegen, anders vielleicht als jetzt die UN oder eine Bundesregierung, sind aber auch groß genug, um was zu bewegen. Also sind größer als die einzelne Person, die kann so viel Plastik sparen, wie sie will. Wenn die Firma nebenan eben das nicht tut, dann ist der Effekt ein ungleich anderer durch die Firma. So, das als kleine Hafenrundfahrt durch die Gemeinwohlökonomie. Vielleicht ergänzend noch, es gibt eine Masterarbeit, die ganz schön aufgezeigt hat, dass diese Matrix tatsächlich alle 17 Ziele der UN abdeckt. Das heißt, der große politische Rahmen, den wir geerbt haben sozusagen, der wird hier drin auch gesehen und entwickelt. Und ich weiß, dass das insbesondere das SDG 8 da auch oft auf Kritik stößt, weil da steht eben Wirtschaftswachstum drin. Und es gibt Menschen, die sagen, naja, das mit dem Wachstum ist ein Teil des Problems. Ja. Aber ich finde, das kann man auch übersetzen mit qualitativem Wachstum. Und insofern haben wir hier sozusagen die Einbettung in die UN-Kriterien. Und das hat uns auch sehr geholfen bei der Kommunikation der ganzen Geschichte. Das muss man ganz deutlich sagen, denn gerade die Kommunen sind die haben das Thema 17 Ziele, die meisten zumindest schon mal gehört. Wir haben dann später auch dafür gesorgt, dass sie es nochmal gehört haben bei uns, aber das ist so
ja, die Folie, die, sagen wir mal, GWÖ aus der etwas obskuren Ecke rausholt und einfach deutlich macht, nee, nee, das ist jetzt nicht eine Erfindung von irgendwelchen Österreichern, die irgendwas gemacht haben irgendwo und jetzt gibt es da so eine Bewegung, sondern wir machen uns natürlich als GWÖ Gedanken über diese 17 Ziele und das ist ja auch Teil der Bilanz. Also die Frage wird gestellt an die Unternehmen, auf welche der Ziele zahlt ihr eigentlich ein mit dem, was ihr da tut. Ein LEADER-Projekt, das steht da schon so schön, zur Gemeinwohlregion Kreis Höxter gestartet. LEADER ist ein EU-Fördertopf für ländliche Räume. Das heißt, leider kann nicht jede Region das beantragen. Das heißt, das ist ein französisches Akronym, Liaison entre Action, quelque chose rural, de l'économie rurale, genau, also der ländlichen Wirtschaft. Ja. Und als Projektziel hatten wir definiert, also erstmal, ihr seht hier den Kreis Höxter, ihr seht das Land NRW, Nordrhein-Westfalen, ihr seht also den Nordrhein und dann seht ihr Westfalen und dann seht ihr Ostwestfalen, das ist dieser grün gefärbte Teil und der ganz grüne Zipfel am Schluss, dieser ostwestfälische, an Hessen und Niedersachsen grenzende, von der Weser begrenzte Teil, das ist der wunderschöne Kreis Höxter, für den ich an dieser Stelle touristisch Werbung machen würde, wenn ich nicht mit Bayern reden würde, weil ihr habt es auch schön, aber es ist tatsächlich ein sehr schönes, eine sehr schöne Region. Es ist, wir hatten es eben schon, ein Land, in dem nicht so wahnsinnig viele Menschen wohnen. Ich habe gelernt, also eine flächenstarke Region, ländlich geprägt. Viel Landwirtschaft, viel Tourismus, viel Kultur, wunderschöne Gegenden, aber eben auch die Probleme, die eine ländlich geprägte Region halt hat. Also Abwanderung und die Dörfer sterben aus und so weiter und so fort. Das ist so die ganz Kurzfassung zu Höxter. Und wir wollten eben einen Impuls für die nachhaltige Regionalentwicklung setzen. Einerseits ganz klar auch mit dem Fokus auf Öffentlichkeitsarbeit. Das war mit ein Grund wahrscheinlich, warum das Projekt genehmigt wurde, damit eben auch über Höxter mal gesprochen wird außerhalb von Höxter. Und wir haben halt die Chance gesehen, die erste Gemeinwohlregion Deutschlands zu werden. Oder zumindest, das sind wir natürlich in den 2 Jahren nicht geworden, aber zumindest einen Impuls für die Entwicklung der ersten Gemeinwohlregion zu setzen. Finanzierung durch LEADER, habe ich gesagt, und eben die Stiftung als Projektträger. Und was heißt denn jetzt eigentlich Gemeinwohlregion? Dazu hat Christian Felber was Schönes mal auf den Punkt gebracht. Der Vortrag ist auch verlinkt. Und zwar hat er gesagt, naja, das braucht eigentlich 5 Module, 5 Bestandteile dafür. Zum einen Unternehmen, die was in Richtung Gemeinwohlökonomie machen. Dann Gemeinden. Dann Bildungseinrichtungen, FinanzdienstleisterInnen. Und Menschen, weil das sind die, um die es eigentlich geht, also Bürgerinnen und Bürger. Und was man da so alles tun kann, da gibt es in dem Felber-Vortrag viele Ideen, die auch weit über das hinausreichen, was wir getan haben, weil die Gemeinwohlökonomie ja noch viel mehr Aspekte hat als nur die Bilanz, also Stichwort Bürgerinnenbeteiligung und so weiter. Da gibt es bei Felber Input in dem Vortrag, deswegen kann ich das sehr empfehlen, sich die Folien da mal anzuschauen oder ihm auch zuzuhören, was immer ein großes Vergnügen ist. Aber das ist sozusagen der Rahmen. Das heißt, eine Gemeinwohlregion kann man dann sein, wenn viele oder möglichst alle Unternehmen, viele Gemeinden, möglichst alle Gemeinden, viele Bildungseinrichtungen, Banken, Versicherungen und so weiter und vor allem die Bürgerinnen in der Region das Thema auf dem Zettel haben und sich immer mehr in diese Richtung entwickeln. Und sowas gibt es bisher tatsächlich in Deutschland nicht. Es gibt in Valencia, in Spanien, eine relativ große Bewegung, die das dort in der Stadt und im Umland sozusagen voranbringt, aber in Deutschland gab es bisher nicht die Idee einer Gemeinwohlregion. Es gab sogar bisher auch nicht mal eine Stadt, die bilanziert hatte. Es gab Kommunen, also Herr Birner ist schon erwähnt worden, in Kirchheim-Schöring waren die ersten in Bayern und dann eben die 3 Kommunen im Norden. Und das war es aber auch. Also kommunal war das vorher relativ blank in Deutschland. Wir haben dann überlegt, naja, wie macht man das jetzt? Also ja, ich habe vorhin erwähnt, wir hatten eine Stelle, die ich mir teile mit meinem lieben Kollegen Christoph Harrach. Und auch wenn wir beide schon, wir können ein bisschen was, ja, aber so mit 2 halben Stellen, wie bringt man den ganzen Kreis dazu, eine Gemeinwohlregion zu werden? Das funktioniert natürlich gar nicht. Also haben wir es operationalisiert, schon im Projektantrag, und haben gesagt, wie sind wir erfolgreich, wenn wir 10, 10, 10.000, also wenn wir 10 Unternehmen mit einer Bilanz haben, wenn wir 10 Gemeinden zumindest informiert haben darüber, dass man sowas machen könnte, wenn wir 10 Workshops machen an Bildungseinrichtungen, also Schulen und so weiter. Für die Finanzdienstleister hatten wir kein Ziel, das hatten wir damals noch nicht auf dem Schirm. Und wenn wir 1.000 Selbsttests haben von Bürgerinnen und Bürgern. Das war die Ausgangssituation, mit der Christoph und ich angetreten sind. Und dann haben wir erstmal das gemacht, was man halt macht, wenn man eine relativ junge Stiftung
sozusagen als Projektträger organisiert. Das heißt, wir haben einen Server eingerichtet und eine Webseite gebastelt und uns nebenbei überlegt, wie kommen wir an Termine, haben Netzwerkarbeit gemacht, sind losgelaufen, haben mit der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung gesprochen, haben mit der Bürgermeisterkonferenz, mit dem Kreisrat, mit den Kirchen vor Ort, mit der katholischen Landvolkshochschule, mit dem Bauernverein, mit den Landfrauen und so weiter. Also alle gesellschaftlichen Akteurinnen, Akteure, die da irgendwie ein Interesse dran haben könnten. Und wir sind auch losgelaufen, das war noch vor Corona, auf Stadtfeste und Bauernmärkte und solche Dinge. Was zum Teil sehr, sehr interessant war, also es gibt so einen Öko-Bauernmarkt, die haben uns förmlich den Stand überrannt, die waren alle sehr, sehr interessiert. Ich stand aber zum Beispiel auch in Brakel beim Annentag, das ist sozusagen das Höchsteraner Oktoberfest. Ja, also ich stand da so zwei Tage neben dem Kettenkarussell, da lief Helene Fischer auf Dauerschleife, gegenüber waren ein paar Wurstbuden und ich habe halt was von Gemeinwohlökonomie erzählt. Und auch das war interessant, wie gut wir dort mit den Leuten ins Gespräch gekommen sind. Aber natürlich auch wieder nicht mit Weltschmerzthemen, sondern mit der Frage, sind Sie eigentlich der Meinung, dass das Wirtschaftssystem gut ist oder sollte sich da was ändern? Und darauf kam oft die Antwort, nee, könnte sich schon was ändern. Und dann hatten wir so ein kleines Token, wo Sie was einwerfen konnten. Und dann so kamen wir halt ins Gespräch. Ne? Also sprich, das zielgruppenadäquate Kommunikation heißt das, glaube ich, auf Latein, mit den Leuten da reden, wo sie vorbeilaufen. Viele haben natürlich gesagt, nö, ich habe jetzt keinen Bock, ich will jetzt Bier trinken und Kettenkarussell fahren, ist auch okay. Aber einige haben wir eben auch auf dieser Ebene erreicht. Dann kam Corona und hat es ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Und trotzdem ist das Ergebnis ganz erfreulich. Wir haben nämlich diese 10 bilanzierenden Unternehmen. Bei denen haben wir ein bisschen gemogelt, weil eins gab es schon, nämlich die St. Rochus Apotheke. Also sprich 9 neue haben wir dazu gewonnen im Laufe des Projektes. Und wir haben tatsächlich, und das ist eine kleine Sensation, 3 bilanzierende Städte. Die eine war auch schon auf dem Weg, die Stadt Steinheim. Und das hat auch was zu tun mit der Gründungsgeschichte der ganzen Sache. Denn die Apotheke, das ist auch der Gründer unserer Stiftung, den Albrecht Binder, der ein oder andere von euch wird ihn vielleicht kennen, der hat das Buch Gemeinwohlökonomie mal von seiner Tochter geschenkt bekommen, hat dann seine Apotheke bilanziert, hat seinem Bürgermeister in Steinheim davon erzählt. Dann hatte Steinheim gerade einen Querdenkerpreis zu verleihen. Damals war Querdenker auch noch ein positiv besetztes Wort. Und hat man so zusammengesessen, hat gedacht, naja, wir könnten doch diesen Felber mal einladen. Dann hat dieser Felber eine fulminante Rede gehalten, als er diesen Preis bekommen hatte, ist also ausgezeichnet worden als mit der Rhein-Nexius-Medaille des Steinheimer Querdenkers Rainer Rhein-Nexius. Und danach saß man wohl beim Bier zusammen und hat beschlossen, komm, lass uns das machen. Lass uns auch so eine Bilanz machen. Ja? Und das war die Stadt Steinheim, das war also noch vor unserem Projekt, aber der Prozess lief noch und wir durften natürlich dann da uns beteiligen und waren auch ganz gut eingebunden in den Bilanzierungsprozess. Und dann kamen die Städte Brakel und Willibert-Essen dazu und haben gesagt, ach naja, wenn da jetzt ein Mieterprojekt läuft, wir wollen irgendwie auch. Also natürlich haben die es nicht von sich aus gesagt. Wir sind da schon hingegangen, haben Vorträge gehalten, so wie jetzt halt gerade auch, haben geworben für das Modell. Aber beide Bürgermeister waren mutig, sich überzeugen lassen, haben auch dann geholfen, ihren Stadtrat zu überzeugen und haben vor allen Dingen geholfen, was herzustellen, was ich ganz wichtig finde. Wir haben es vorhin am Beispiel Erlangen gehört. Das funktioniert nicht als parteipolitisches Thema, sondern das war eine interfraktionelle Geschichte. Also überall da, wo wir Konsens hatten oder wo die CDU-Mehrheit so groß war, dass man keinen Konsens brauchte, da ging es gut. Und in anderen Städten, wo zum Teil da Einzelanträge kamen von einzelnen Parteien, da hat es nicht so gut funktioniert. Das heißt, das war etwas, da haben wir sozusagen gute Erfahrungen gemacht mit den Bürgermeistern, die als Kopf überzeugt sein mussten von der ganzen Geschichte und dann geholfen haben, ihren Unterbau und ihre Fraktionsmitglieder oder zumindest Fraktionsspitzen zu überzeugen. Und dann haben sie uns eingeladen zu präsentieren. Dann waren wir also im Haupt- und Finanzausschuss, haben das Thema da ausführlich vorgestellt, natürlich dann auch mit Aufwandsschätzungen und so weiter und so fort. Und ich glaube, es mag auch geholfen haben, dass wir ein begrenztes Zeitbudget hatten. Wir hatten eben nur Leader-Geld für 2 Jahre. Es mag geholfen haben, dass wir ein bisschen mitfinanzieren konnten, sodass sie als Kommune nicht so viel Geld dafür bezahlt haben. Und so, das waren alles so, im klassischen Marketing nennt man das Verknappungsstrategien. Also ihr könnt zwar mitmachen, aber nur jetzt. Ja, so. Das hat alles geholfen, aber ich glaube, der Kern war wirklich, den Kontakt zu den Menschen zu suchen und eben so mit ihnen zu kommunizieren, dass sie das Thema gut verstehen konnten und für sich auch gut einsortieren. Ne? Und das
der Schwerpunkt ist dann je nach Partei auch ein bisschen vielleicht ein anderer. Wenn wir mit den Grünen sprechen, da müssen wir nicht mehr so viel erzählen, da müssen wir vielleicht eher über das Thema Gemeinwohlökonomie noch mal ein bisschen genauer informieren. Im Kontakt mit der CDU hat sehr geholfen, dass wir auf dem Land leben und das Thema Bewahrung der Schöpfung allen sehr präsent ist. Und man kann auch die Laudato Si vom Papst lesen. Da finden sich sehr, sehr wertvolle Hinweise, mit denen man Gemeinwohlökonomie begründen kann auch. SPD ist nicht so stark vertreten bei uns, aber da sind natürlich die sozialen Themen dann eben die stärkeren. Ne? So bedient, glaube ich, die Gemeinwohlökonomie auch alle Beteiligten. Ne? Das haben wir also gemacht. Nochmal kurz auf die Ziele zu gucken. Ich habe da so Ampelchen hingemalt. 10 Unternehmen habe ich eine gelbe Ampel gegeben, also 90% haben wir geschafft. Die Apotheke haben wir da noch mit draufgenommen, weil es schöner aussieht. 10 Gemeinden informiert. Das Ziel haben wir dunkelgrün übererfüllt, nämlich noch 2 dazu. Und es gibt jetzt schon die ersten Ratsbeschlüsse, dass weitere es gerne machen wollen. Das steht alles noch unter Finanzierungsvorbehalt, also das ist noch nicht offiziell, ist auch noch nicht klar, ob es stattfindet. Momentan Wahrscheinlichkeit, weiß ich nicht, 13%. Ja. Aber zumindest geht dieser Prozess weiter. Das heißt, das hat auch die anderen ins Nachdenken gebracht und das haben wir auch kommuniziert. Wir haben gesagt, ihr könnt Pioniere sein oder ihr könnt euch erstmal angucken, was die anderen so machen und könnt dann hinterher drauf springen. Beides ist ja vollkommen okay. Wir haben nur eine Stadt, das ist Bad Driburg, die bis jetzt wirklich dagegen ist. Da haben wir auch nicht mehr noch groß Kommunikation hinterher gesteckt, sondern da vertrauen wir darauf, wenn die anderen Städte kommen, wenn die Erfahrungen wirklich sichtbar sind, die dieser Prozess bringt, dass da vielleicht nochmal Kommunikation möglich sein wird. Im Moment ist da quasi ein bisschen Funkstille, aber jetzt auch nicht, also unsererseits zumindest keine Animositäten, sondern das ist halt so, wir gehen da hin, wo die Energie fließt und wenn die nicht wollen, dann ist es momentan auch in Ordnung. Ne? Dann die 10 Workshops mit den Bildungseinrichtungen haben wir, glaube ich, sogar zusammengekriegt, aber nicht so viele, wie wir ursprünglich wollten. Deswegen ist das ja auch auf Gelb, da hat uns tatsächlich Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Schulen hatten dann echt andere Sorgen, als sich mit Gemeinwohlökonomie zu beschäftigen. Wir haben aber Schulworkshops gemacht an Projektwochen, das war ein ganz gutes Format in Kooperation mit dem AK Bildung. Wir haben an der Katholischen Landvolkshochschule die Jungbäuerinnen und Jungbauern informiert über die Gemeinwohlökonomie. Wir haben Lehrveranstaltungen an der THOWL und an der Uni Paderborn gehalten, sind auch im guten Kontakt mit der FH Bielefeld, also sprich, wir haben Hochschulkontakte gesucht und insofern hat das mit den 10 Workshops unterm Strich dann schon geklappt, aber ein bisschen anders, als wir es vorgestellt uns hatten. Ja, und dann seht ihr, Punkt 4, kein Ziel für Finanzdienstleister, das ist trotzdem dunkelgrün, weil bei den 10 Unternehmen hier die Vereinigte Volksbank dabei ist. Das ist also was uns besonders gefreut hat. Die waren von vornherein an Bord, die haben auch über den Preis an Christian Felber schon mitentschieden, haben also diesen Prozess lange verfolgt und haben sich dann in der zweiten Bilanzierungsrunde mit den Unternehmen getraut und werden jetzt, ich glaube, im Juli fertig. Also die sind quasi kurz vor Ziellinie, haben jetzt gerade ihre Sachen eingereicht. Insofern, das hat uns sehr gefreut, ein Ziel, was wir gar nicht uns gestellt haben, trotzdem erreicht zu haben. Und die 1000 Selbsttests von Bürgerinnen und Bürgern haben wir auch, sogar mehr als das. Und wir haben nebenbei noch den Selbsttest weiterentwickelt. Es gab einen oder gibt nach wie vor einen Selbsttest von der GWÖ Steiermark. Der ist super, also als zum mal draufschauen. Der hält aber keiner wissenschaftlichen Überprüfung statt, weil da zum Teil Kriterien miteinander vermischt worden sind und so weiter. Und dann hat mein Kollege Christoph Harrach und ein Sozialpsychologe, der inzwischen auch in die Binder-Familie eingeheiratet hat, der Ilmarie Binder, die haben das gemeinsam sich angeschaut, haben einen Fragebogen entworfen, der sozusagen Gemeinwohlökonomie andockt an bekannte wissenschaftliche Konstrukte, sodass man es ein bisschen besser messen kann. Ich habe, glaube ich, gleich noch eine Folie, wo das auch draufsteht. Den findet ihr auch unter gemeinwohltest.de. Das ist also der Output der ganzen Geschichte. Sind wir jetzt schon eine Gemeinwohlregion? Nee. Aber wir sind auf dem Weg. Das Thema ist bekannt. Der Landrat begleitet uns mit großem Wohlwollen, was nicht heißt, dass er irgendwelche konkreten Dinge schon macht, weil dafür müssten wirklich alle Kommunen am Start sein. Aber der sieht das Thema und dabei hat sicherlich auch genutzt, dass wir ganz viel Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. Also ich weiß nicht, wer sich erinnert, es wurde vorher nur berichtet über das Horrorhaus von Höxter. Das war so ein ganz schlimmer Kriminalfall und das war eigentlich der einzige Grund, warum man Höxter mal außerhalb von Höxter irgendwie gehört hat. Und inzwischen gab es einen Brand-1-Bericht, der gar nicht nur positiv war, aber trotzdem geholfen hat, weil daraufhin kam dann das ZDF und der WDR und wir haben so diverse Anfragen von weiteren Fernsehsendern, wir haben viel Regionalpresse gehabt und so weiter. Und das haben die natürlich wahrgenommen und
haben sich darüber gefreut und begleiten das Thema sozusagen aus der PR-Sicht, aber natürlich auch, weil sie alle wissen, hey, wir müssen halt was tun in Sachen Nachhaltigkeit, und da scheint es offensichtlich einen Weg zu geben, der hier funktioniert. Genau, ich habe es eben erwähnt, ein paar Ressourcen sind dabei rausgekommen, die Folie könnt ihr auch hinterher klicken, müsst ihr also jetzt nicht hektisch abschreiben. Es gibt zum einen, weil wir konnten keine Offline-Abschlusskonferenz machen, weil da war dieses Virus, aber wir haben dann eine Online-Konferenz gemacht und daraus sind Video-Interviews mit Projektbeteiligten geworden. Also wir haben mit vielen UnternehmerInnen, Bürgermeistern, mit Christian Felber, mit den BeraterInnen, die am Start waren, und vielen weiteren mit dem Leader-Büro jeweils so circa halbstündige Interviews geführt. Und diese bleiben alle online auf der Webseite. Das heißt, also ihr seht jetzt hier den Bürgermeister der Stadt Brakel, Herr Temme. Auch alle anderen Bürgermeister sind interviewt worden, und das ist also dokumentiert. Könnt ihr euch gerne je nach Interesse anschauen. Und wir haben zwei Broschüren gebastelt. Die gibt es inzwischen auch als Druckform, wobei wir ein bisschen gucken müssen. Die müssen wir erstmal innerhalb von NRW verteilen und dann schauen, wie viel übrig bleiben. Ich kann jetzt nicht so viele von nach Bayern schicken, aber ihr könnt euch das als PDF runterladen. Einen Leitfaden für Kommunen, wo wir sehr ausführlich erklären, wie geht dieser ganze Prozess, wie funktioniert der Ablauf, was hat eine Kommune davon, und das Gleiche für Unternehmen. Und dann eben den erwähnten Gemeinwohltest. Das sind sozusagen die Ergebnisse, alles Ressourcen, die natürlich die Bewegung bitte, bitte nutzen darf. Sind einfach im Prinzip die Learnings aus 2 Jahren da rein verdichtet in die ganze Geschichte. Was lässt sich daraus vielleicht ableiten? Einfach mal 5 Empfehlungen, Erfolgsfaktoren. Das eine habe ich schon gesagt, über die Fraktionen denken. Also nicht sich politisch profilieren. Ich weiß, es sind viele Grüne jetzt im Raum, Freie Wähler haben wir vorhin gehört. Versucht, diesem Reflex zu widerstehen, das als Wahlkampfthema zu benutzen oder als politisches Thema. Ich bringe mal einen Antrag ein und wundere mich dann, dass alle gegen mich sind und dann und so weiter. Ja, also das aus unserer Wahrnehmung zumindest funktioniert es nur, wenn man es gut sondiert und wenn man zum einen wirklich die Verwaltungsspitze, also sprich Bürgermeister, Bürgermeisterin, bei uns waren es alles Männer, oder auch Verwaltungsspitze, also ständige Vertreter, Verwaltungschefs und so weiter, wenn man die auf der Seite hat. Und wenn man zumindest mit den Fraktionsspitzen mal gesprochen hat und deren Bedenken gehört hat und dann auf die Bedenken wiederum gute Antworten findet und so weiter, dann funktioniert das alles ganz gut. Ich glaube, das Thema ist gerade kein parteipolitisches. Ich glaube, es ist sehr andockfähig für alle Fraktionen. Aber es erfordert ein bisschen vielleicht Anpassung der Erklärung an die jeweilige politische Richtung. Ne? Ohne sich dabei zu verbiegen. Also es geht nicht darum, es zu verkaufen. Ne? Also wir müssen nicht alle überzeugen, aber es gibt zum Beispiel jetzt in einer anderen Kommune einen Antrag, der in einer sehr ungewöhnlichen Koalition vorgetragen wird. Kann ich noch nicht so viel zu sagen, weil das noch nicht offiziell ist, aber also ruhig ungewöhnliche Wege gehen, aber nicht als einzelne Fraktion einfach mal vorpreschen. Den Fall gab es bei uns auch und die haben damit nicht so wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht. Zweites Thema, ganz wichtig, wir hatten Hochschulpartnerschaften. Und das hat uns zum einen bei der Durchführung der Bilanzen geholfen. Also wir haben ein Modell, wo wir die Unternehmensbilanzen mit Hochschulen gemacht haben, erst als Versuch mit der THOWL. Das hat ganz gut geklappt, aber das war für die relativ anstrengend, weil das waren Bachelorstudierende, die haben das super gemacht, aber die waren zum Teil einfach, war denen das noch fremd. Jetzt haben wir mit der Uni Paderborn Masterstudierende BWL, die haben das super gemacht, also haben ganz hervorragend quasi die Unternehmen begleitet, sind in die Rolle des Beraters geschlüpft, natürlich begleitet durch uns als ausgebildete Berater. Und das hat den Unternehmen gefallen, weil sie junge Leute kennengelernt haben. Das hat den jungen Leuten kennengelernt, weil sie mal was anderes gesehen haben, gefallen, weil sie was anderes gesehen haben als Uni. Und es war insgesamt ein sehr hilfreicher Prozess, der auch nochmal den Draht zur Wissenschaft gestärkt hat und der sicherlich auch geholfen hat, unsere Legitimität zu stärken, dass man eben wahrgenommen wird als, aha, da gibt es den Professor so und so, der arbeitet mit uns zusammen und so weiter. Das ist halt hilfreich, auch tatsächlich für die eigene Reputation. Dass man eben sagen kann, dass man auch mal ein Zitat bringen kann. Professor so und so hat uns neulich im Gespräch gesagt, das und das. Das hilft einfach beim Ernst genommen werden. Wissenschaft ist da sicherlich hilfreich, gerade weil GWÖ auch noch nicht so wahnsinnig gut erforscht ist, haben viele natürlich auch ein Forschungsinteresse daran. Also bei uns sind 2 Masterarbeiten entstanden aus dem ganzen Projekt. Ich glaube, eine dritte ist gerade auf dem Weg, auch zum Thema Regionalentwicklung. Also da tut sich einiges. Und den Fühler auszustrecken,
speziell in die Hochschulen, aber auch zu anderen Netzwerkpartnern. Ich habe es vorhin gesagt, wirklich von der katholischen Landvolkshochschule über die Gymnasien. Wir waren in der Lehrer, ist das, da gibt es so eine Fachrichtungskonferenz, wir waren in der Bürgermeisterkonferenz. Wir haben natürlich mit dem lokalen Wirtschaftsförderer zusammengearbeitet. Ich habe aber auch Vorträge gehalten für die Wirtschaftsjunioren zum Beispiel. Das ist eine von der lokalen IHK, quasi so, eine so ein Nachwuchsverein mit jungen Unternehmerinnen, glaube ich, unter 40, wenn ich es richtig weiß. Und so weiter. Also ganz, ganz verschiedene Kontakte gesucht und im Prinzip das, was ihr alle auch längst macht, nämlich einfach Graswurzelarbeit, die aber den Vorteil hatte, dadurch, dass eben dieses Förderprojekt definiert war, konnte man natürlich sagen, ja, wir haben jetzt 2 Jahre lang dieses Projekt, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, wäre jetzt eine echt gute Gelegenheit. So, ne? Solche Anlässe kann man ja auch schaffen. Also wenn ihr jetzt kein Förderprojekt habt, dann könnt ihr sagen, hey, wir haben noch 10 Jahre, um die SDGs zu erreichen oder noch nicht mal 10 Jahre. Jetzt machen wir SDG-Aktionswochen oder wir machen Organisationsentwicklungsaktionswochen, was auch immer. Man kann Anlässe schaffen, zu denen man die Leute dann zusammenbringt und ihnen eine Gelegenheit gibt, sich über das Thema mal zu unterhalten. Dann ganz wichtiger eigentlich Faktor Nummer 1, enger Austausch mit der GWÖ-Bewegung. Wir haben so unglaublich viel gelernt und ich habe vorhin schon gesagt, ich bin auch persönlich dafür total dankbar. Wir hatten einen tollen Austausch, Werner wird sich erinnern, auf der Sommerwoche. Wir haben natürlich mit Christian Felber uns eng ausgetauscht. Wir haben durch Manfred Jotta jemanden, der die Gesamt-GWÖ-Bewegung weltweit im Überblick hat, den konnten wir immer fragen. Wir haben tolle Gemeinwohlberater, Beraterinnen kennengelernt, die uns sehr viel geholfen haben. Wir haben 1000 informelle Kontakte gehabt mit Daniela natürlich auch. Vielen Dank nochmal für die ganze Kommunikation so zwischen den Zeilen auch. Und ja, also auch ganz banal, dass wir das Logo so nutzen dürfen, wie es jetzt aussieht. Da haben auch ein paar Leute dran mitgewirkt und mitentschieden. Ne? Also das ist einfach ein Wahnsinnshumus, ja, für den ich extrem dankbar bin, weil sonst hätte nichts von dem funktioniert. Gleichzeitig haben wir auch ein bisschen mithelfen dürfen. Zum Beispiel war Brakel und Willebad Essen die ersten beiden Kommunen, die neue Kommunenbilanz Matrix 2.0 getestet haben sozusagen. Das heißt, das waren die Versuchskaninchen in der ganzen Geschichte. Und aus diesem Prozess hat die GWÖ auch wieder was gelernt und das haben wir dann auch zurückgespielt. Also Dinge, die an der 2.0er-Bilanz vielleicht noch nicht so ausgereift waren, sind jetzt etwas ausgereifter, weil wir mitspielen durften. Ne? Und so ist es ein Geben und Nehmen und wie gesagt, auch die ganzen Folien und die Materialien sind natürlich für euch zu nutzen und zu haben. Also uns geht es darum, quasi der Bewegung zurückzugeben, weil wir ohne die Bewegung, wie gesagt, nichts von dem hätten tun können. Einfache Kommunikation habe ich schon viel zu gesagt. Habe ich gleich noch einfach ein paar Beispiele zum Abschluss und Fokus auf den Nutzen der Bilanz habe ich im Prinzip am Anfang auch schon gesagt, aber da hatte ich auch noch eine Verdichtung für euch im Angebot. Insofern das vielleicht noch als kurzer Rundflug. Wir haben zu einfacher Kommunikation schon viel gehört, aber auch das gehört dazu, dass wir einfach mal Folien gemacht haben mit Testimonials. Da gibt es noch ein paar mehr von. Das hier ist die Geschäftsführerin eines der bilanzierenden Unternehmen. Und die haben wir einfach um Statements gebeten und haben gesagt, warum machen Sie eigentlich mit? Und dann haben sie gesagt, das ist uns wichtig, weil wir mitwirken möchten, die Erde für alle zu erhalten, weil wir zu einem Miteinander kommen möchten, weg von immer schneller, höher, weiter, wird nicht funktionieren auf Dauer. Und jetzt sagt sie noch was über sich selbst, Marketing, ja, der von Ihnen bereits gelebte, differenzierte Ansatz, sie eben auch als Arbeitgebermarke attraktiv macht. Und das fasst aus meiner Sicht die Motivation eines Unternehmens, da mitzumachen, schon ganz gut zusammen. Die wollen gesehen werden mit dem, was sie tun, aber sie wollen auch einen Beitrag leisten zu Nachhaltigkeit in dem umfassenden Sinne, wie wir es ganz am Anfang definiert haben. Und insofern solche Folien einfach mal zu nutzen. Ihr werdet in eurer Region genauso Unternehmerinnen, Unternehmer, vielleicht auch BürgermeisterInnen oder Stadträte oder wie auch immer haben, die schon Erfahrungen haben. Fragt die Frau Bayer aus Postbauer Heng, ja, ob sie ein nettes Statement vielleicht abgeben möchte. Damit könnt ihr dann wieder rumlaufen und könnt diese Gesichter, diese glaubwürdigen Figuren auch nutzen für eure Kommunikation. Die haben wir natürlich vorher gefragt, ist ja klar. Dann noch ein Stichwort Einfachheit, das ist jetzt eine Grafik aus unserer Broschüre, die gibt es auch für Kommunen in ähnlicher Form. Wir haben überlegt, wie stellen wir diesen Prozess dar? Der kann ja ganz unterschiedlich aussehen, aber mir ist dann mal irgendwann eingefallen, ich habe mal gelernt, den Deming-Zyklus, Plan, Do, Check, Act, das ist ein klassisches Modell der Qualitätsentwicklung in Unternehmen. Und eigentlich ist ein Gemeinwohlprozess ja nichts anderes. Wir planen das lange, wir machen interfraktionelle Gespräche oder sprechen mit den Unternehmen und dann machen wir es. Wir machen 5 Workshops entlang der Zielgruppen.
dann checken wir es. Wir machen nämlich eine Peer-Evaluation oder lassen das extern auditieren oder testieren, beim Fall der Städte. Und dann kommt idealerweise das, was hier so ein bisschen unterhalb der Wasserlinie ist, nämlich ACT. Jetzt muss natürlich was passieren. Jetzt haben wir Papier in der Schublade. Wie kommen wir von dem Papier zu den echten Veränderungen, die dann in der nächsten Bilanz wieder mehr Punkte geben? Und schon sind wir wieder bei Plan. Und das so als Kreislauf zu denken, oder ich habe vorhin gesagt, als konzentrische Kreise, die immer weiter werden, als Spirale, die sich aufwärts bewegt, etc. Das sind Modelle, Denkmodelle, die sich nutzen lassen. Und ja, das fanden wir auch ganz, ganz hilfreich. Auch sowas mal haptisch, also man kann mit FAZ-Artikeln wählen, was ich vorhin erzählt habe, oder eben man bringt mal so einen haptischen Bericht mit oder man nimmt es zumindest mal auf 3 Folien. So sieht also so ein Gemeinwohlbericht aus. Ja, oder so kann der aussehen. Und dann sehen die Leute, ach, der ist aber schön gestaltet, das scheint was Seriöses zu sein. Ja, also warum nicht sowas mal auf eine Folie zu packen? Dasselbe haben wir auch für Städte gemacht, ne, sodass das alles ein bisschen erlebbar wird, weil nur weil ich es jetzt vorhin einmal erzählt habe, wie das funktioniert, heißt das ja noch lange nicht, dass es im Hirn angekommen ist. Das heißt also auch ruhig nochmal einmassieren, sage ich mal, durch solche optischen Themen. Ein Dozent von mir hat mal gesagt, le message c'est le massage, also die Message ist das Einmassieren. Ja, das hilft einfach den Leuten dabei, sich zu erinnern an das, was vielleicht vor 10 Minuten gesagt wurde. Ah ja, stimmt, da gibt es einen Bericht, ah ja, so sieht der aus. Ne? Und dann habe ich da vielleicht eine etwas sinnlichere Wahrnehmung davon. Das Gleiche haben wir gemacht mit der Bilanz. Hier sieht man mal, das ist jetzt Elobau, also nicht aus dem Kreis Höxter, einfach weil die schon ein bisschen weiter sind. Das ist, glaube ich, die zweite oder dritte Bilanz, die sie gemacht haben 2016, und da hatten sie schon 558 Punkte, was ganz ordentlich ist für alle, die sich damit auskennen. Und was ich an dieser Folie mag, ist, dass sie zum einen das Punktesystem erklärt, Klammer auf, was es für Kommunen aber nicht in der gleichen Form gibt. Das ist ein eigenes Thema. Kommunalbilanz 2.0 hat das momentan nicht in dieser Eindeutigkeit, Klammer zu. Aber für Unternehmen funktioniert das gut. Und die Bilanzsumme zeigt auch, also ich kann jetzt hier erklären, es gibt 1000 Punkte und 558 schon echt gut und so weiter. Und das für mich Wichtige war aber die nächste Folie, nämlich jetzt den Kontrast zu zeigen. Das ist die Bilanz 2018-2019. Und ich habe dann einfach mal markiert, worin sind sie besser geworden und wo ist auch ein Rückgang der Prozentwerte, ohne dass ich das jetzt im Detail im Bericht nachvollzogen habe. Aber wir sehen, die Bilanzsumme steigt leicht. Und so kann ich diesen Entwicklungsanreiz auch wiederum mit 2 sehr grafischen Folien einfach zeigen. Wir sehen hier, da gibt es 558 Punkte und hier gibt es 602. Also es ist mehr geworden, die scheinen was getan zu haben. In anderen Bereichen, speziell im Bereich Transparenz, mussten sie sich aber wohl auch ein bisschen korrigieren oder haben vielleicht auch Dinge nicht mehr so gut gemacht, wie sie im ersten Bericht gemacht haben. Und auch das macht auf eine sehr einfache Art und Weise deutlich, worum es mir eigentlich geht, nämlich die Gemeinwohlbilanz ist ein strategisches Organisationsentwicklungsinstrument. Und das wird an dieser Stelle ganz, ganz plastisch, ohne dass ich da viele Worte drüber verlieren muss. Zum Abschluss auch nochmal was halbgrafisches, auch wieder eine Vereinfachung. Aber wir haben sehr deutlich kommuniziert, was ist denn der Nutzen der ganzen Geschichte? Und da kann ich natürlich jetzt 100 Jahre lang Geschichten erzählen. Ich kann die Geschichte erzählen, dass es Firmen gibt, die keine Rechtskosten mehr haben, weil man durch die GWÖ kooperativ miteinander umgeht und deswegen kann man sich die Anwälte sparen und die Anwälte. Ja. Ich kann die Geschichte erzählen von der Sparda-Bank, die 50% mehr Azubi-Bewerbungen hatte, seit sie GWÖ machen. Und als Kontrast, Volksbank hatte 50% weniger, glaube ich, seit der Dieselskandal bekannt geworden ist. Also sprich das Thema junge Leute und so weiter, das haben wir da mit drin. Und wir haben das mal eingedampft auf eben 3 Bereiche. Und der erste ist vielleicht, klingt ein bisschen egoistisch, nämlich Marketing. Aber das ist, wenn wir ehrlich sind, das, was viele auch antreibt. Also ein Bürgermeister hat mir gesagt, der hat es am Anfang nicht verstanden, hat es nur gemacht aufgrund des Marketingaspekts für seine Kommune. Herr Torke in Steinheim hat uns gesagt, er findet es gut, dass Brakel und Willebert Essen jetzt mitmachen und sie sind auch da total kooperativ, aber ihm wäre es schon auch wichtig, dass sie trotzdem die Ersten bleiben. Ja, so, also das ist wichtig für die Unternehmen, für die Städte, dass sie im Marketing damit was tun können. Einer hat sogar wörtlich gesagt, es ist wichtig, dass wir damit angeben können. Wenn man es so formulieren will, ist in Ordnung. Und ich werte das nicht ab, weil für mich ist es egal, warum sich jemand mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Hauptsache, sie tun es. Ja. Aber wenn es für sie ein offensichtlicher Nutzen ist, warum sollten wir den nicht kommunizieren? Ein Hebel, der uns sehr geholfen hat, ist das Thema Arbeitgeberattraktivität, Arbeitgeberinnenattraktivität. Denn wir haben diesen sogenannten War for Talents, also die Unternehmen haben Schwierigkeiten und auch die Städte haben Schwierigkeiten, gute Leute zu finden. Und die Auffälligkeit des Themas Gemeinwohlökonomie gepaart mit der
mit dem Nachhaltigkeitsinteresse der jungen Generation. Daran kann man sich ausrechnen, dass wenn ich Gemeinwohlökonomie mache und damit auch werbe, dass dann auch solche Effekte passieren. Ist uns jetzt auch selber passiert. Wir haben gerade eine Bewerbung in der Stiftung, die möglicherweise wieder nach Steinheim zurückkommen möchte, wenn wir ihr was anbieten könnten. Also auch die ist durch diesen Prozess auf uns aufmerksam geworden. Zweiter Punkt, für mich natürlich viel zentralerer Punkt, ist das Thema Organisationsentwicklung. Haben wir schon viel darüber gehört. Auf den Punkt gebracht, es gibt erstmal Transparenz über das, was bis jetzt gelaufen ist, über das, was gut läuft, aber eben auch noch nicht so gut läuft, wo noch Potenzial ist. Es gibt aber auch Themen, die eher mit der Mitarbeitendenschaft zu tun haben, also Bindungseffekte, Commitment, zum Teil weniger Krankentage und all solche Sachen. Das ist ja auch was hilft. Stichwort Kooperationsfähigkeit habe ich schon gesagt und natürlich das Thema Ideenentwicklung. Also durch den Bericht fällt mir auf, was noch nicht gut ist und dann bin ich angeregt, direkt Ideen zu entwickeln, was man besser machen könnte. In Themenbereichen, über die ich mir vielleicht sonst niemals Gedanken gemacht hätte. Und das schafft Entwicklungsanreize und das ist eigentlich der Traum eines jeden Human Resources Menschen, die eigene Organisation reifer zu kriegen, die eigene Organisation weiterzubekommen und aus der strategischen Geschäftsleitungs- oder Stadtführungssicht eben auch ein Instrument zu haben, in dem man das dann auch controlled kriegt. Ja, also nicht nur hier eine Initiative und da eine Initiative und hier machen wir ein bisschen Klimaschutz und da machen wir eine CO2-Bilanz und da machen wir jetzt aber auch einen Veggie-Day in der Kantine oder so. Das sind alles super Maßnahmen, die sind auch toll. Auch unsere Städte, die mitgemacht haben, hatten vorher schon ganz viel Gutes gemacht. Die hatten schon European Energy Awards und all solche Sachen. Aber mal eine 360-Grad-Perspektive, mit der ich das in einem Tableau alles abgebildet kriege, das ist ein riesen Vorteil für alle, die sich mit strategischer Organisationsentwicklung beschäftigen. Und schließlich nicht zu vergessen, es nützt auch was für die Welt. Ich kann als Unternehmen einen gesellschaftlichen Beitrag leisten oder den noch erhöhen. Schon im Prozess, dadurch, dass ich meine Leute mitnehme auf diesen Bildungsweg, den das bedeutet, wenn wir über neue Themen sprechen. Aber natürlich auch, wenn wir die Ideen dann umsetzen, durch ganz konkrete Verbesserungseffekte. Ich verbrauche weniger Strom, ich verbrauche weniger CO2. Meine Produkte werden vielleicht sinnvoller oder werden besser koordiniert mit der Zielgruppe. Ich spare mir die Anwaltskosten, hatten wir schon. Ich komme auf Ideen, die ich vorher nicht hatte. Bei uns gibt es jetzt zum Beispiel eine Streuobstschorle eines lokalen Getränkeherstellers in Kooperation, auch mit einer anderen Geschichte. Das hätten die sonst auch nicht gemacht. Ne? Und das war eben die Metternich-Quelle, die Wasserfirma, die bei uns jetzt ihre erste Gemeinwohlbilanz gemacht hat. Und im Zuge dieser ganzen Bilanz haben wir halt über Streuobst gesprochen und warum sie eigentlich ihren Saft so kriegen, wie sie ihn bis jetzt kriegen. Und jetzt gibt es die, ich habe vergessen, wie sie heißt, die regional irgendwas Schorle. Ja? Heimatapfel, genau, der Heimatapfel. Ja? Kann man jetzt kaufen, aber natürlich nur bei uns. Genau. Und so kann unter diese ganzen Themen können wir also tausende Geschichten erzählen. Und das ist auch hilfreich, Geschichten zu erzählen, weil die bleiben haften. Aber zu vereinfachen und zu sagen, was habt ihr denn davon? Ihr profitiert im Marketing, in der Organisationsentwicklung und ihr tut noch was Gutes für die Welt. Dieser Dreiklang, der hat uns in der Kommunikation auch sehr geholfen, weil er wieder ein sehr komplexes Thema eben sehr übersichtlich gemacht hat. Genau. Damit bin ich fast am Ende. Sowas hier auch nochmal eine Zitatefolie, Mitarbeitermotivation. Der Satz, den ich, glaube ich, am häufigsten gehört habe, man denkt über Sachen nach, die man sonst nicht auf dem Schirm hat. Ja, das ist wirklich, dass jeder, der GWÜ-Beratung macht, kennt diesen Satz. Das sind die Aha-Effekte, die passieren. Dann hat einer netterweise auch das gesagt, was ich auch erzähle, aber ist ein Originalzitat, das hebt eben die Attraktivität für bestandsneue Mitarbeitende, viele Anregungen mitgenommen und auch man sieht seine Stärken nochmal deutlich, aber eben auch die Lücken und das sei sehr empfehlenswert. Und solche Zitate sammeln wir natürlich weiter und packen die eben auch in Folien rein und kommunizieren das sehr bewusst, weil das macht jedes andere Unternehmen, was ein Produkt an den Markt bringt, auch. Also warum sollten wir das mit unserem, in Anführungszeichen, Produkt nicht auch tun, wenn es den Leuten hilft, dass es ein bisschen erlebbarer wird dadurch, dann ist das, glaube ich, eine legitime Vorgehensweise. So viel mal dazu. Zum Abschluss kleiner Werbeblock. Die meisten werden es kennen. Es gibt dieses Buch. Da ist auch ein Kapitel von mir drin. Da haben wir nochmal sehr genau die Hintergründe dieser ganzen Höxter-Aktion beschrieben. Wer das noch nicht hat, es ist ein total empfehlenswertes Buch, weil man sieht, was geht. Ja, also wir hatten es ja eben davon in der Pausendiskussion, was alles nicht geht, aber dieses Buch zeigt, was möglich ist. Es sind 24 Geschichten von Unternehmen, Kommunen und anderen Institutionen, die sich mit Gemeinwohlökonomie auseinandersetzen.
wie gesagt, eine der 24 guten Geschichten stammt aus dem Kreis Höxter. Ja, und das ist es von mir. Kontaktdaten habt ihr hier. Und wie immer am Schluss die Sämchen, die dann quasi weiterfliegen. Ganz, ganz herzlichen Dank und bitte erzählt das, was auch immer ihr davon am eindrucksvollsten, am wichtigsten, am nachhaltigsten fandet, bitte erzählt das gerne weiter.